Leute, Venom's wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Polizei DLC Update in GTA Online, darum geht es hier in diesem Video. Falls du ja wissen willst, was damit auf sich hat, dann bleib dran. Falls du neu bist, lass doch ganz kurz gerne ein Abo da. Road to 50k, wir sind kurz davor. Wenn du Bock hast, ja, dann mach auf jeden Fall die Glocke an. Dann verpasst du keine Videos oder Streams. Und ja, wenn du Lust hast, gib dir schon mal gerne ein Like für das Video. Würde mich sehr freuen, würde dem Algorithmus sehr, sehr helfen. In dem Sinne würde ich sagen, wir starten rein in das heutige Video. Wie jedes Mal wird ganz kurz noch eine Person gegrüßt, die unter dem letzten Video einen Kommentar geschrieben hat. Gruß geht raus an Maurice Kühne. Er hat geschrieben, es würde mich freuen, wenn du mich in deinem Video grüßen würdest. Also Maurice, vielen Dank für deinen Kommentar. Gruß geht raus an dich. Wir werden jetzt hier in diesem Video über das Polizei-DLC sprechen, was es damit auf sich hatte und was es in der Zukunft damit auf sich haben wird, aber ich darf euch zwischendurch ganz kurz was zeigen. Und zwar hat mir die Marke QuickSafeHot was zugeschickt. Und zwar zum Beispiel dieses T-Shirt hier oder auch diesen Pullover. Das sind so eine Art, ja, Gaming-Klamotten. Vielen Dank, dass ihr mir das gerne zugeschickt habt. Die Klamotten sind tatsächlich sehr, sehr bequem. Und die Designs von QuickSafeHot feiere ich auch. Also falls ihr Bock habt auf Gaming-Klamotten, schaut doch gerne mal auf deren Internetseite vorbei. Ist alles verlinkt, die Kooperation läuft sehr gut, macht extrem Spaß und bequem sind die Sachen auch. Also falls ihr Bock habt auf ein paar Gaming-Klamotten, checkt es ab. Erster Link unter dem Video. Also Freunde, Polizei-DLC in GTA Online. Ich glaube, jeder Spieler oder fast jeder Spieler in GTA Online wünscht sich eben ein Polizei-Update und das seit sehr, sehr langer Zeit. Was viele gar nicht wissen, dieses Polizei-Update war tatsächlich geplant und ist im Prinzip schon fertig. Das war nicht wie jetzt geplant oder irgendwann vor 5 Jahren, sondern das war geplant für Sommer 2020. Ihr erinnert euch, 2020, damals im Sommer kam das Los Santos Summer Special. So hieß das Sommer-Update im Jahr 2020 eben. Was die meisten aber nicht wissen, genau dieses Los Santos Summer Update war im Prinzip nur ein Mini-Ersatz-Update, sagen wir es mal so. Denn eigentlich sollte eben im Sommer 2020 ein Polizei-DLC erscheinen und das war halt wirklich schon so gut wie komplett fertig, sie hätten es einfach nur noch rausbringen müssen, aber es gab einen einzigen Haken an diesem Polizei-Update. Dieses DLC wurde aus bestimmten Gründen und zwar aus politischen Gründen niemals veröffentlicht. Und man kann tatsächlich sagen, Freunde, in den Daten, also in den Files, die noch nicht veröffentlicht waren, aber die offiziell sind, wurden tatsächlich so viele Sachen zum Polizei-Update gefunden. Zum Beispiel bestimmte Polizeiautos, also Namen von diesen Polizeifahrzeugen, die es so in GTA Online vorne nicht gab. Bestimmte Logos, irgendwelche bestimmten Waffen oder auch Polizei-Outfits. All das war sozusagen fertig, all das hat Rockstar Games schon erstellt und sie hätten es nur noch veröffentlichen müssen, aber das ging eben nicht. Auf diese genaue politische Situation brauchen wir jetzt nicht eingehen, das lag eben einfach daran, dass es in diesem Jahr 2020 Konflikte in Amerika bezüglich der Polizei und ein paar anderen Dingen gab. Und deswegen hat sich Rockstar Games einfach gedacht, okay, wir können dieses Polizei-Update jetzt zur aktuellen Situation nicht veröffentlichen. Leider natürlich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau so ein Update, also das Polizei-DLC GTA Online wirklich gerettet hätte, oder was heißt gerettet, aber es hätte einfach sehr viel Spielspaß gebracht, denn alle wünschen es sich. Und selber an GTA Online sozusagen die Polizei zu sein, ist halt somit das Einzige, was uns wirklich noch in diesem Spiel fehlt. Und die Frage, die sich jetzt die meisten von euch stellen, wird denn dieses Polizei-Update noch kommen, irgendwann, oder wird es nicht kommen? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass es kommen wird. Denn ich meine, das Ganze ist jetzt schon, ja, ein, zwei Jahre her. Die Situation hat sich langsam wieder beruhigt und von daher ist es tatsächlich möglich. Ich meine, Rockstar Games hat dieses Update so gut wie fertig. Sie müssen es einfach nur noch veröffentlichen, weil es ja offiziell geplant war. Man kann allerdings mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass es nicht dieses Jahr kommen wird, zumindest nicht im Sommer, denn für den Sommer ist eben sozusagen eine Erweiterung von dem letzten Update mit der Agentur eben geplant. Da gab es ja schon die Infos von wegen Franklin und diesen VIP-Aufträgen, dass es da oder zumindest in der Art weitergehen wird. Außerdem ist es ja so, dass die Updates im Sommer meistens sowieso ein bisschen kleiner sind als die im Winter. Im Winter kommen ja meistens die großen, das heißt, es kann tatsächlich sein, aber wie gesagt, Betonung liegt auf es kann, dass es eben im Winter 2022 erscheint. Ich denke, es wäre nicht so gut, wenn wir jetzt irgendwie allzu große Hoffnung machen, denn dann ja, freut sich jeder darauf und im Endeffekt kommt es dann doch nicht. Wie gesagt, es ist nur möglich, dass es kommt, weil dieses Update sozusagen ja schon in den Files von Rockstar Games existiert. Ich würde sagen, hoffen kann man aber auf jeden Fall trotzdem. An der Stelle darfst du mir gerne mal kurz in die Kommentare schreiben, bist du einer der Leute, die sagen, yo, Polizei-Update wäre mega nice, oder sagst du eher, okay, Polizei-Update, schön und gut, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ab damit hier in die Kommentare. Falls wir irgendwann zu diesem Polizei-Update neue Informationen oder Leaks bekommen sollten, gibt es dazu natürlich direkt ein Video. In dem Sinne bin ich jetzt aber raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne kurz ein Like da. Wie gesagt, Meinung in die Kommentare. Lasst ein Abo da, macht die Glocke an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Freunde, und ciao, ciao.